Der M3 Touring liegt mir besonders am Herzen. Nicht nur, weil ich ein Fan dieses Fahrzeugkonzeptes bin, sondern auch, weil es uns gelungen ist, Begeisterung für dieses Fahrzeug im Unternehmen auszulösen. Egal, ob du alleine fährst, zu zweit oder eben voll beladen, er ist immer ein M3. Genau so soll er sich anfühlen. Wichtig ist eine komplett neue Fahrdynamikabstimmung. Um das eine klare Ziel zu erreichen, er soll fahren wie ein echter M3. Ja, wir haben heute die Gelegenheit, am Nürburgring eine offizielle Rundenzeit zu fahren. Das Wetter schaut top aus und von dem her haben wir vor, dem Touring nochmal zum Abschluss auf den Zahn zu fühlen und zu sehen, was auch bezüglich seiner Performance auf der Rennstrecke imstande ist zu leisten. Wir bereiten uns jetzt sehr ausführlich für die Rekordfahrt vor. Generell haben wir bis gestern noch appliziert an dem Fahrzeug. Der befindet sich absolut in den Endzügen der Abstimmung und Applikation. Wir sind definitiv guter Dinge. Das Auto ist überzeugend. Wir haben das Ziel, dass das der schnellste Kombi sein wird. Wir legen sicher einen hohen Stellenwert auf das ganze Thema Nordschleife bei unseren Fahrzeugen, weil es für uns auch ein Gradmesser ist, nicht nur für die Performance auf der Rennstrecke, sondern für die gesamte Fahrzeugfunktion. Ein Fahrzeug, was hier schnell und sicher zu fahren ist und mit wenig Aufwand des Fahrers eine gute Rundenzeit bringt, wird auch den Kunden mit Sicherheit nicht überfordern, sondern ihm eine gute Rückmeldung geben und am Ende zufriedenstellen. Ein kleines, aber sehr feines Detail innerhalb des Projektes war natürlich die Nutzung der geschützten Nürburgring-Streckensilhouette. Und heute ist es endlich soweit. Der BMW M3 Touring geht auf die Nordschleife und versucht natürlich, da eine schöne Referenzzeit zu setzen. Für die Rekordfahrt ist es natürlich wichtig, wie sind die äußeren Bedingungen. Wir haben schon das ein oder andere Mal erlebt, dass uns kurz vorher das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sobald es anfängt zu regnen, kann man auf der Nordschleife keine Bestzeit mehr fahren. Die Streckenbedingungen sind dann so, wie man sich das teilweise auf Schnee und Eis vorstellt. Es entsteht ein Schmierfilm und es ist deutlich rutschiger als auf normalen Straßen, weil einfach extrem viel Gummi auf der Strecke ist. Andersrum ist für uns die Temperatur wichtig, zwischen 15 und 20 Grad, damit die Reifen wirklich zum Arbeiten kommen. Und genau diese Gummischicht, die auch auf der Strecke ist, entwickelt dann auch mehr Grip. Und diese beiden Komponenten kommen natürlich zusammen, um eine Bestzeit zu erzielen. Mein Name ist Dr. Jens Böder, ich bin Notar hier in der Nähe vom Nürburgring. Ja, und ich bin hier, um den Rekordversuch zu offizialisieren, also die Zeitnahme zu überwachen, das Auto anzuschauen. Und das läuft dann so, dass ich das mit meiner Stoppuhr nachvollziehe, damit keiner in das Messsystem eingreift. Und am Ende gibt es dann, wenn man so will, ein Protokoll über das ganze Verfahren und wo sich dann ergibt, welche Zeit hier auf der Nordschleife gefahren worden ist. Ich bin ja kein Kfz-Sachverständiger, deswegen ist der TÜV Rheinland hier, der das Fahrzeug dann separat abnimmt und überprüft. Und dann wird natürlich vor jedem Turn von mir geprüft, welcher Fahrer sich im Fahrzeug befindet, welche Reifen aufgezogen sind und ob es dann auch das Fahrzeug ist, was die Hochgeschwindigkeitsfahrt absolvieren soll.
Ja, der Jörg wird jetzt die Rundenzeit fahren. Er ist bei uns der absolute Experte für Rundenzeiten auf der Nordschleife. Nicht nur mit Rennwagen, sondern auch mit Straßenfahrzeugen. Das ist nochmal ein bisschen ein anderer Anspruch. Ja, so eine Rekordfahrt ist auch für mich mit Sicherheit was Besonderes. Mag ich nicht täglich. Das hat schon in gewisser Weise einen Charakter von einem Renneinsatz. Und jetzt ist es auch fahrerisch so, dass man wirklich das Maximum rausholen muss. Das Auto nicht zu überfahren auf der einen Seite, keine Fehler zu machen auch. Was mir sicher hilft, ist die Erfahrung aus dem Motorsport, wo du eine ähnliche Aufgabe hast, wirklich das Auto am Limit auf beste Zeit zu bewegen. Und genauso machst du es hier. Du versuchst dich komplett zu fokussieren auf diese eine Runde. Und wir haben nicht unendlich viele Versuche, das wissen wir. Es muss also relativ schnell auch sitzen. Man kann sich da nicht lange hinfühlen, sondern muss von Anfang an im Prinzip das leisten, was das Auto und was der Fahrer imstande ist. Und jetzt ist wirklich so, wir haben die Strecke komplett für uns. Es ist keinerlei Verkehr auf der Strecke. Wir haben alles optimal eingerichtet. Es ist der ganze Ablauf relativ wichtig. Natürlich auch ein geheizte Reifen. Das Auto optimal auf den Punkt. Ein Team außenrum, das die ganzen Abläufe im Griff hat. Der Fahrer alleine ist nur Teil des Ganzen. Es bedarf Absprachen. Es muss jeder sich im Klaren sein, was seine Aufgabe ist. Sodass am Ende wirklich derjenige, der das Auto rausschickt auf die Rekordrunde, sicher ist, dass alles in seinem optimalen Arbeitsfenster ist und der Fahrer auch die Leistung bringt. Die Anspannung steigt jetzt, man merkt es im Team. Die Kollegen sind jetzt schon auch etwas nervös. Wir haben uns nochmal intern sauber abgestimmt, wer macht was. Wir haben eine Stallorder, wer ist der Teamleiter? Und dann muss natürlich ein Zahnrad zum nächsten greifen, um dann bestmöglich zu performen. Und das ist ganz wichtig für die Gesamtperformance. Das Auto steht auf Wagenheber, also Räder mit Heizdecken an das Auto, festgeschraubt, Drehmoment, Heizdecken per Befehl runter. Alles weg. Und dann geht's los. Ihm kann man jetzt eigentlich nur noch Glück wünschen und einen schweren Gasfuß hat er sowieso. Man muss als Fahrer auf zwei Dinge achten. Erstens, das Auto nicht zu überfahren, das ist ganz wichtig. Und zweitens auch keine Fehler zu machen, die Zeit kosten, sodass am Ende wirklich das Optimum rauskommt. Ja, vor der Runde haben wir noch die ein oder andere Anpassung durchgeführt, in Rücksprache mit dem Jörg noch mal ein bisschen Fülldrücke angepasst, um die Balance vom Auto auch noch ein bisschen zu verändern, sodass es für ihn eben passt auf der Runde. Parallel ist die Absprache mit dem Notar, das mache ich dann, um dann halt mit dem Notar an die andere Strecke zu sein, wenn Jörg über Startziel kommt. Das Team hat überragend funktioniert. Jörg und Auto haben perfekt performt. Die Zeit war genau das, was wir uns erwartet haben. Man hat, wie oft in Kombifahrzeugen, dieses Rucksackgefühl überhaupt nicht. Also wenn man nicht wirklich in den Spiegel schaut beim Fahren und sieht, dass da noch was dran ist, merkt man es nicht. Für uns ist diese Rekordfahrt tatsächlich der krönende Abschluss der Entwicklung. Wir haben jetzt mehrere Jahre Arbeit in das Auto gesteckt, mehrere Abstimmschleifen gedreht. Und ich denke, das, was das Auto fahren kann, haben wir gezeigt. Der M3 Touring ist was Besonderes. Und ich kann euch versprechen, es ist einer geworden. Ein echter M3. Der M3 Touring liegt mir besonders am Herzen. Nicht nur, weil ich ein Fan dieses Fahrzeugkonzeptes bin, sondern auch, weil es uns gelungen ist, Begeisterung für dieses Fahrzeug im Unternehmen auszulösen. Egal, ob du alleine fährst, zu zweit oder eben voll beladen. Er ist immer ein M3. Genau so soll er sich ja anfühlen. Wichtig ist eine komplett neue Fahrdynamikabstimmung. Um das eine klare Ziel zu erreichen, er soll fahren wie ein echter M3. Mein Name ist Alexander Stojnic. Früher ebenfalls lange bei der M GmbH beschäftigt, leite ich heute die Anlaufsteuerung im Werk München und bin gleichzeitig der Werksprojektleiter des M3 Touring.
Morgen Alex. Servus Robert. Besonderer Tag in einem ganz besonderen Jahr. Erster M3 Touring in 50 Jahre M-Geschichte. Aber nicht nur 50 Jahre M-Geschichte, sondern auch 50 Jahre BMW Firmenzentrale, unser BMW Vierzylinder. Und um beide 50 Jahre komplett zu machen, 100 Jahre BMW Stammwerk München. Starke Geschichte. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir bauen heute die Prototypen, die Vorserien des M3 Touring. Und wie ein Vorserienfahrzeug hier in einem Großserienwerk in München gebaut wird, das schauen wir uns jetzt an. Ich freue mich schon richtig drauf. Sehr gut. Um eine Vorserie in einem Großserienwerk zu integrieren, bedarf es nicht nur gut synchronisierter Prozesse, sondern natürlich auch die Menschen, die das Ganze vollbringen können. Und wir haben hier Menschen von wirklich teilweise 70 Nationen aus den verschiedensten Bereichen. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Als du vorne reingefahren bist im Werkstor mit dem Werkschutz, die Betriebsgastronomie, das Controlling, unser Personalwesen, hin zu den Technologien, die dann wirklich auch die Wertschöpfung betreiben. Logistik, Technologie, Umformen, der Motorenbau hin zur Karosserie, wo quasi dann das Fahrzeug zusammengebaut wird in seiner Grundstruktur und kommen dann im Laufe des Tages auch weiter zur Lackiererei, um dann am Ende des Tages ein Gesamtfahrzeug auf den Rädern zu haben, das dann hinsichtlich seiner Funktionen nochmal geprüft wird und dass wir heute den Prozess eines Fahrzeugbaus mal zeigen können. Ich freue mich schon sehr drauf. Wie du schon sagst, alles sehr komplexe Prozesse mit sehr vielen Zusammenhängen, die alle funktionieren müssen. Dann gehen wir's an. Ja. Servus ist zur. Servus Paul. Servus, grüß dich. Hi. Grüß dich. Ja, wir sind ja heute im Karosseriebau, Vorserien des M3 Touring und du zeigst uns ja einige Prozessschritte. Ja, dann kommt's mit, dann zeige ich euch mal, wie man ein geiles Auto baut. In unserem hochautomatisierten Karosseriebau fügen 1200 Roboter die 400 Einzelteile mittels 6000 Schweißpunkten zu einer Karosserie zusammen. Um die Stabilität und die Fahrdynamik gewährleisten zu können, kommen zusätzlich zu den 6000 Schweißpunkten ca. 80 Meter Klebstoffverbindung zum Einsatz. In der Geozelle KG3 stellen wir mit den spezifischen Spannrahmen die Maßhaltigkeit des Karosseriegerippes sicher. Im Anschluss an die Geometriezelle folgen die Ausschweißlinien. Hier wird das Karosseriegerippe mit den noch fehlenden Arbeitsinhalten, wie zum Beispiel Bördeln oder Bolzenschweißen, vervollständigt. Hier steht sie nun, unsere fertige M3 Touring-Karosserie. Hier wird jede Baustufe geometrisch überprüft. Erst dann erfolgt eine Freigabe für den nächsten Schritt. In den Vorserien messen wir zusätzlich mit ca. 1700 Messpunkten, um eine Top-Geometrie sicherzustellen. Im Karosseriebau-Finish laufen täglich ca. 950 Karossen Richtung Lackiererei. Hier werden die Defo-Elemente montiert. Diese sind für den Personenschutz. Sie werden mittels Drehmoment überprüften Schraubern verschraubt, damit wir die Qualität einwandfrei sicherstellen können. Bei der Montage der M3-spezifischen Seitenwand erkennen wir das erste Mal die Proportionen unseres M3 Touring. Der Anspruch von BMW ist es, sehr präzise Fugen und Versatz zu haben. Die Heckklappe wird mittels Vorrichtungen und Schlitzleeren ins Fahrzeug gebracht und anschließend auf Fuge und Versatz eingestellt. Im nächsten Prozessschritt folgt die Montage der Motorhaube. Die Frontklappe ist auch ein M-spezifisches Bauteil, was man an den eingeprägten Sicken erkennen kann. Hier ist es auch wieder sehr wichtig, auf Fuge und Versatz zu achten. Um eine einwandfreie Karosse in Richtung Lackiererei abzugeben, ist es unabdingbar, mittels Fühlerhandschuh haptisch die Karosse abzufühlen, um mögliche Oberflächenfehler und Unruhen zu erspüren. Wir befinden uns hier in der Lackiererei, in der der M3 Touring seine spezifische Kontrastdachlackierung bekommt. Hierbei wird im ersten Schritt die Karosse mit Folie abgedeckt und nur das Kontrastdach freigehalten. Anschließend fährt die Karosse im Serienprozess durch die Lackierstraße.
Im zweiten Schritt wird das lackierte Kontrastdach abgedeckt, damit die Karosse in seiner eigentlichen Wagenfarbe lackiert werden kann. Nach der vollständigen Lackierung wird die Oberfläche kontrolliert. Speziell ausgebildete Mitarbeiter prüfen hierbei haptisch und mit geschultem Auge die lackierte Karosse. Hier sind wir heute in der Sitzefertigung, wo wir für unseren M3 Touring die Sitze in Serie produzieren. Unser Carbonschalensitz wird in 3 Schritten gefertigt. Angefangen im Werk Dingolfing, wo aus hochwertigsten Ledermaterialien der Bezug von Hand zusammengenäht wird, bekommen wir diesen im nächsten Step nach München. Und hier montieren wir ihn vor und bringen ihn dann in unsere Montage in einem 60-Sekunden-Takt zu unserem Fahrzeugwerk und bauen den Sitz in unsere Fahrzeuge ein. Wir sind in der Fahrzeugmontage direkt am Aufrissband, wo unser Fahrwerkantriebsstrang komplettiert und montiert wird. In der Hochzeit wird der Fahrwerkantriebsstrang mit der Karosserie zusammengeführt. Die Hochzeit an sich ist sicherlich einer der spannendsten und schwierigsten Zeitpunkte in der kompletten Fahrzeugmontage. Die Arbeitsschritte sind sehr komplex und hochtechnologisiert, aber trotzdem zählt jede Menge Leidenschaft und jede Menge Manpower Tag für Tag, Minute für Minute für jedes Fahrzeug. Um die Charakteristik unseres M3 Touring zu unterstreichen, verbauen wir hier den markanten M-spezifischen Stoßfänger, um hier nochmal ein prägnantes Heckend zu erzeugen. Mit der Frontend-Montage und passend zum 50-jährigen Jubiläum der M GmbH erhält unser M3 Touring das M-Heritage-Logo. Eine Etage tiefer erfolgt die Montage der Abgasanlage. Unsere M-spezifische Abgasanlage erkennt man an der vierflutigen Ausprägung. Damit unser M3 Touring auch satt auf der Straße liegt und präzise in die Kurven einlenkt, verbauen wir ein Strebenpaket, das sogenannte Schubfeld. Nach etwa 8 Stunden sind wir fast am Ende der Fahrzeugmontage angelangt und somit am F1-Punkt. Dieser Zeitpunkt ist besonders spannend, denn der Motor-R-Start erfolgt und unser Fahrzeug kann zum ersten Mal aus eigener Kraft vom Band fahren. Im Anschluss hieran folgen die finalen Prüfschritte. Begonnen wird mit der Scheinwerfer- und Fahrwerkseinstellung. Nun befinden wir uns im Prüffeld. Hier wird das erste Mal die M-Power getestet. Dafür fährt ein Mitarbeiter mit 100% der Fahrzeuge in den Rollenprüfstand und testet dort Bremsen, Gänge und die Beschleunigung. Nach den Prüfschritten in der Montage erfolgt nun ein weiterer wichtiger Prozessschritt, nämlich die Tarnung des Fahrzeugs. Wir sind ja noch vor der Veröffentlichung des M3 Touring und müssen daher die Charakteristik des Fahrzeugs noch verbergen. Wir bei TK531 bewerten die Elektrik-Elektronik aus Kundensicht. Das heißt, wir schauen uns die kundenrelevanten Funktionen am Fahrzeug an. In dem Fall haben wir den M3 Touring hinter uns stehen. Diese Fahrzeuge werden mit der Messtechnik ausgestattet. Die Messtechnik wird benötigt, um die Daten analysieren zu können. Und über die Daten kann man genauer feststellen, wo der Fehler verursacht wird. Wir sind hier bei der Absicherung Gesamtfahrzeug. Wir befinden uns gerade auf der Einfahrbahn. Da haben wir direkt im Werk schon die Möglichkeit, das Auto kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wir sichern das hier schon auf Störgeräusche und Antriebsakustik ab. Wir fahren jetzt auf die Sinuswellen. Bei den Sinuswellen können wir quasi simulieren so Tiefgaragen, Abfahrten oder auch Verbindungen bei Bordsteinkanten abfahrten. Jetzt gehen wir in den Steigungshügel, da kann man die Anfahrhilfe testen. Das heißt, man bleibt stehen, dann merkt man, das Auto rollt nicht zurück und wir können wieder weiterfahren. So, jetzt fahren wir auf die Schlechtwegestrecke und da versuchen wir, Störgeräusche im Auto zu finden. Wenn wir ein Störgeräusch, ein Klappern oder ein Schwirren finden, dann gehen wir mit dem Auto auf den Hydropulsor und suchen die Ursache. Nach der subjektiven Straßenbeurteilung begeben wir uns mit dem Fahrzeug auf die Hydropulsanlage. Hier können wir kundenrelevante Straßenprofile reproduzieren, wie zum Beispiel Kopfsteinpflaster oder Gullydeckelfahrten, und die entstehenden Störgeräusche analysieren und eliminieren.
Ja, Robert, jetzt sind wir am Ende eines langen Produktionstages angekommen. Vorserienbau M3 Touring. Wir haben ja gemeinsam die ganzen Prozessschritte begleitet. Und jetzt sind wir hier in der Fahrzeugauslieferung. Hier steht er, der M3 Touring aus der Vorserie. Servus, Christoph. Servus, Alex. Christoph, servus. Servus, Robert. Fahrzeug wurde auf Herz und Nieren überprüft und ist ready zur Übergabe. Super, vielen Dank. Bitte. Ja, Robert, mit diesem Schlüssel übergebe ich dir exemplarisch einen M3 Touring aus der Vorserie. Alex, war heute hell auf begeistert. Reibungsloser Durchlauf, Top-Job der Mannschaft. Und jetzt werden wir mal schauen, was dieses Baby am Nürburgring so viel Zeit abliefert. Super, freuen wir uns drauf. Ja, wir haben heute die Gelegenheit, am Nürburgring eine offizielle Rundenzeit zu fahren. Und von dem her haben wir vor, den Touring nochmal zum Abschluss auf dem Zaun zu fühlen und zu sehen, was auch bezüglich seiner Performance auf der Rennstrecke imstande ist zu leisten.